Die das ist voll schmuckig. Das sind doch Schnecken. Bah, du spinnst, Alter. Yo, was geht ab? Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Nicole. Ja. Wir drehen wieder eine Candy-Challenge. Weißt du eigentlich, dass das so oft angefragt war? Die das war jeder zweite Kommentar. Wann macht ihr die nächste Candy-Challenge? Ah, jetzt. Ja. Oh, ihr habt mich vermisst, gibt's so. Ja. Hab mich. Mich. Vermisst. Ja. Was machen wir denn? Die? Türkisch. Türkische. Wir wissen selber nicht, was in der Tüte ist. Es wurde uns besorgt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, danke. Willst du anfangen? Die Cost of Gast und so. Oh, immer darf ich anfangen. Aber nicht reingucken. Ja, okay. Ah. Oh, das will ich haben. Was ist das? Boah, voll das Monsterpaket. Sag mal. Warum steht hier nicht auf Fruchtgeschmack. Ach, da. Trotz der Krabbelpizza ist die Pizza super knusperig. Pizza! Die krosse Krabbelpizza. Hallo, es ist eine türkische Pizza. Yeah! Pizza wow, für dich und mich! Guck mal, so schön eingepackt. Und klebrig. Mit Nüssen. Kokos? Was ist das für ein Geschmack? Krabbel. Aha, aha. Süß. Ey, was ist das? Ja, sieht aus wie Haare. Türkische Zuckerwatte. Oh, das sieht aus Zuckerwatte. Und sieht aus wie Haare. Boah, wie so Känguru-Boden. Autsch! Ah, mein Nagel! Mich! Wow. Es fühlt sich auch so an! Das kann man doch nicht essen. Aber! Aber die japanische war geiler. Ja, das. Aber das schmeckt mehr so nach Nuss. Schmeckt nach, ja. Ja, Nuss nach irgendwas. Die Türken haben auch noch Nüsse, ne? Guck mal, die türkische hier. Boah, nee. Alles fühlt sich wirklich an wie. Ganz komisch. Kaschmirwolle. Ja. Wie siehst du denn aus? Wie denn? Vollgesaugt. Wo denn? Am Kinn! Wie denn? Voll. Mach mal weg! Voll die Fasern hier so. Blablabla. Voll die Fahne! Fasern habe ich gesagt. Ich weiß. Cool. Okay. Waffeln! Erdbeerwaffeln. Prost. Ah. Ja, freut mich. Danke! Erdbeerwaffeln! Schmeckt nach Erdbeerwaffeln. Ja. Mit ganz okay. Erdbeerwaffeln. Ganz gut. Aber heute nicht um. Ja. Türkische Smarties. Jupo. Schmeckt einfach nur nach Smarties. Nur nicht so lecker. Ja, haben die auch ein bisschen Minzegeschmack? Mhm. Irgendwas. Mhm. Weiter kann ich nicht. Ja, cool. Das sieht aus wie mit Karamell und. Ist gut. Schoko. Boah, ich bin gespannt, ey. Oh. Da kommt kein Karamell raus. Aber ist voll lecker. Aber auf dem Bild fließt Karamell raus. Aber ist voll lecker. Voll der leckere Keks. Mhm. Ja. Mhm. 10 Öl. Sieht lecker aus. Geil, das ist wie Marshmallow. Schwabbel, das ist bestimmt Marshmallow schwabbel, auf Keks mit Schokostreuseln. Schwabbel. Ja. Marshmallow auf einem Keks mit Schokostreuseln. Ja. Dass da auch keiner auf die Idee gekommen ist. Ja, ist so. Also, dass das keiner so konventionell verkauft hat. Ja, so S'mores eigentlich, nur dass das nicht geschmolzen ist. Was? Kennst du nicht S'mores? Nee. Ich darf von Mama das nicht haben. Was zum Trinken haben wir nicht, ne? Weiß nicht. Nö. Oh, wieder ein Schokokeks. Gofret. Nein, das sind Waffeln. Was? Ich heiße nicht Jeff. Ich dachte, das mein Name ist Jeff. Jeff. Goffred. Nein. Jeff. Mein Name ist Jeff. Goffred. Mein Name ist Goffred. Hör mal auf mit deinen Haaren hier rum zu wählen, Alter. Du bist gestreichelt oder was? Hast du mich gestreichelt? Esse noch.
Das Flugzeug kommt. Ja, gib doch jetzt! Eigentlich müsste die Flugzeug. Was ist das eigentlich für ein komisches Flugzeug? Ey, das hat einen Propellerschaden, Mann! Das nehme ich! Oh Mann, oh. Wie, bin ich keine Schauspielerin oder was? Nein, du bist Model. Ja. Schmeckt wie Prinze Polo. Ja. Prinze Polo! Guckt unsere polnische Candy Challenge, by the way. Kennt ihr ja schon. Nee, Schokokeks mit Marshmallow. Schon wieder? Oh mein Gott, ja. Boah, wie das riecht. Oh. Boah. Mm. Oh. So richtig karamellig, ne? Nee. Oh, oh sorry, ich hab schon gegessen. Blöde Kuh. Voll Tinte. Oh, ich bin tatsächlich voll Tinte. Schmeckt nicht so besonders. Das erinnert mich an den Warenort. Ja! Da ist keine Marmelade drin, der Käse ist nicht so lecker. Aber war das nicht das, wovon du gerade erzählt hast? Nee. Aber da, an das hat es mich erinnert. Warenort. Wagon Wheel vom British Shop. Ja. Hier oben. Hashtag YOLO. Hashtag YOLO halt. Sieh, man kann ja nicht alles können, du Model. Wie ein Haar. Da ist auch eins. Wie sind das Kastanien? Ich habe noch nie Maronen leicht gesüßt. Ich habe noch nie Esskastanien gegessen. Wie Nuss, ne? Und du? Ja, hab ja ich noch nie gegessen, eine. So auf dem Weihnachtsmarkt. War die nicht lecker? Nee, hat mich nie umgehauen. Habe ich also noch nie gegessen. Stimmt? Stimmt? Boah, aber volles Fund im Anzug. Das riecht nach Tier. Nach Katzenfutter. Ja. Ah. Boah, total ungewohnt. Das riecht, ich weiß nur, das riecht nach Linsensuppe. Ist so, das riecht nach Schreiner. Nicht so, Alter. Tier. Papa, Papa, das passt nicht zu süßem Zeug. Das riecht voll aus. Ich will das nicht essen, das stinkt. Schnecken. Bah, du spinnst, Alter. Das sieht aus wie so kleine Hirne. Das Glitzi, das Glitzi, das Glitzi. Kann man das sehen? Guck mal. Das ist nur Kastanien. Du musst es essen. Ja, du auch. Ja, aber holst du. Du hast auch noch monsterlange Nägel, Alter. Ja, das soll ich beißen? Ich will nicht. Boah, das stinkt. Boah, das ist echt schäbig. Boah, ey, wieso? Nein. Ja. Das ist runtergefallen. Gewachsen. Schmeckt aber noch gar nichts. Ich finde das schäbig. Boah, der Gestank ist. Das ist wie nach Linsensuppe, voll geil, Alter. Aber es schmeckt nach nichts. Ich finde das echt eklig. Das schmeckt nach nichts. Ja, aber der Geruch, der schmeckt mit. Ich will nicht einatmen. Egal ob durch die Nase oder durch den Mund. Boah, du bist ein Ekel, Alter. Cookies with Kakao Cream Filling. Boah, das war echt schäbig, Alter. Oha, mit Füllung. Oha, mit Füllung. Geil. Oh, das ist schnell weg. Voll lecker. Ja. Aber. Ich muss schnell den Kastanien gefangen. Boah, 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 boah. Was sag ich, Leute, aber das war echt schäbig. Schäbig. Was für ein Wort dafür? Ja, ist das so. Schäbig passt doch nicht zu essen. Du bist schäbig. Nein, ja, das auch. Aber essen, also zumindest das da. Nein, passt doch nicht. Ich kann das nicht mehr rum. Runter. Schokolade mit Pistazien. Es gibt ja keine Wasser. Hallo? Pass mal auf. Es gibt doch keine Wasser. Kursiere. Schokolade. Aber Zahnkakao, weiße Schokolade. Was, was, was? Nicole! Nicole!
mit so meinen magischen Kräften. Das war mein Wimpernschlag. Das haben die jetzt nicht gesehen. Dass du versucht hast, einen Wimpernschlag zu machen, um das da umzustoßen. So viel Nähe kenne ich gar nicht von dir. Nico, ich hoffe nicht heute, ich verliere ich meine Wimpern. Ach ja, nicht vorhin, sonst verlierst du deine Wimpern. Okay. Wieso sind denn meine Haare nass? Das ist feuchte Aussprache, Mann. Das ist feuchte Aussprache, Mann. Oh, was war daran nicht so schlimm? Okay. Das schneidest du nicht wirklich rein, oder? Wir haben keinen Alkohol getrunken. Hallo? Oder war der Pizza Alkohol? Was denn? Knoblauch war da drauf. Was schneide ich? Den Furz? Nein! Das klingt voll gekitzelt. Nein! Ich hatte keine Luft mehr. Kommt jetzt hier die Schokolade noch? Ja, ich packe sie gerade aus. Wie lange? Kann ich schon essen? Ja. Okay. Das ist das Video ever. Ja, nein, Pistazie, das sind Nüsse. Nein, Pistazie sind Nüsse. Aber andere. Und wir schmecken die noch Pistazie, schon mal Nussschokolade. Nein, Bruder. Ja, Mann. Nein, Mann. Ja, Mann. Nein, Mann. Das können wir jetzt die ganze Zeit machen. Oh, Sesamstangen. Sesamstangen. Sesam kann nicht schlecht sein. So voll nicht. Overdröhnung. Ja, Overdröhnung. Darf ich ein Stück einfach von dir? Die frisst mir so aus dem Maul weg. Ja, schmeckt wie die aus der japanischen Challenge, diese Haare. Von dem Grumpy Kartoffelman. Nur ohne Sesam. Mann! Kein bisschen, Mann. Nee. Sesamstangen. Ich mag Sesam, glaube ich. Noch mehr Keks. Man hört das denn nur auf den Keks. Nicht mehr. Oh, ist gut. Zitronenmuffins. Oh. So kleine Süße. Mit Rosinen. Magst du Rosinen? Mhm. Ja, auch cool. Warum? Voll attraktiv. Die sagt richtige. Ja. Nur weil du Wimpern hast. Ich mach das vielleicht attraktiver. Das hab ich gezogen. Ja, dann zeig mir das doch mal. Nein. Oh. Haselnuss-Cereille. Cereille mit Haselnuss. Danke für die Übersetzung. Kennt ihr das, wenn ihr so überfressen seid, ihr könnt nicht mal mehr kauen und es runterschlucken. Ihr könnt einfach nicht mehr, ihr seid so. Sagen wir denen, was wir gemacht haben? Dass wir vorher Pizza gegessen haben? Das war, glaube ich, der Fehler. Wir hatten mega Cola. Ja. Man kann einfach, irgendwann kann man einfach nicht mehr. Irgendwann ist einfach dieser Punkt, da kannst du einfach nicht mehr. Oh mein Gott, so verzweifelt, Schätzchen. Ja. Ich krieg das einfach nicht mehr. Irgendwann ist ja. Du darfst nicht weinen. Oh, ja. Denk dran. Die Muffins sind lecker. Bitteschön. Das ist, glaube ich, das, was ich als allererstes hatte. Ich glaube, das will ich. Warum ist das jetzt. Warum sieht das so anders aus als das? Oh, kennst das du noch die Asia-Japan? Die Asia-Candy-Challenge mit diesen Dattel? Ja. So ist das. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nein. 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 Nur mit Streusel und Nuss, ja. Nein. Ja. Nein. Wieso? Hast du gerade selber gesagt, weil da Streusel und Nuss bei ist. Ja, aber diese Paste! Du weißt gar nicht, was ich meine, diese gelbe eingepackt. Doch, wo ich gesagt habe, das sind wie die Hip-Früchte-Riegel. Wo Esspapier drum war. Nein.
Benimo with chocolate. Hä? Das sieht wieder aus wie die, die wir schon hatten. Ist so, nur klein. Ja. Mega. Ja, schmecken wie die. Ja. Nur mit Kokos noch drauf, was ich nicht so mag. Und ja. Kaugummi ohne Zucker. 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 Oh, die riechen wie Karnevalbonbons. Oder wie die pinken Wiggly Extras. Kaugummis. Ja. Das ist nicht ernst jetzt, oder? Wie? Wieso? Oh, es schmeckt nach nichts. Ich meine, würde man auf Papier kaufen. Ist das Papier? Kennt ihr das, wenn ihr so ein Kaugummi 10 Minuten durchkaut und irgendwann einfach nur noch, also null Geschmack ist? Schlimmer ist das. Da ist 0,000% Geschmack drin. Das schmeckt, als würdest du jetzt in diese Tüte beißen. Bah! Was fandest du am ekligsten? Boah, Alter. Boah. Und danach das Kaugummi. Ja, Mann. Alle Mann. Ja, und was am leckersten? Ich fand die Muffins. Die Zitronenmuffins. Nee, ich fand die ganz geil. Die fand ich auch geil. Die und die Zitronenmuffins. Waren am yummiesten. Und das sieht am ekligsten aus. Ja, ist so. Das sieht einfach aus wie. Ja, das kann man essen. Boah, nein, das kann man nicht. Das ist von den Muffins. Das ist aus dem Staubsaugerbeutel, Alter. Ist so. Und das fühlt sich an wie Kaschmirwolle. Oh, das. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Also, liebe Leute. Das war es mit dieser Candy Challenge. Sie war sehr türkisch. Hier verlinken wir euch. Die japanische Candy Challenge.